Jo, gibt's dir als Männerfarbe? Gibt sich auch in Erwachsenengröße. Tja. Hallo. Herzlich willkommen zu einem neuen Video von Mr. 97. Heute schießen wir die Penalty Eier Challenge. Das heißt, wir schießen jeder von uns 10 Elfmeter. Und wenn man der Schütze nicht trifft, kriegt er ein Ei auf den Kopf. Los geht's. Ich will das auf 40 sagen. Bis Action. Das habe ich gesagt. So. Ein bisschen mehr runter. Boi. Ja, nächster Schuss. So. Leider verloren. Du Eierkopf. Letzte Seite soll ich machen. Rechter Lied. Warte da. Ach, Frühstück heute. Ach Hans, was machen wir bloß mit dir? Viel Spaß und guten Appetit. Ja. Kommt sie nicht. Hans, kurze Frage, wie fühlst du dich jetzt gerade eben? Scheiße. Wieso fühlst du dich scheiße? Ich habe alles. Ich fühle mich sensationell. Get the fuck out of here. Ich bin da draußen. Ich habe Eier in meiner Nase. Ja. Wieder da. Elfmeterkiller, Striker. Hab ich vergessen, die. Die Teile einfach karten. Ja, ja. Das geht nicht. Was geht nicht, Hans? Hans, sag uns mal, was geht nicht? Ich habe alle. Ah. Ja. Jetzt kommt der Thierry Henry Elfmeter. Scheiß Thierry Henry. How you like that? Wie
ist gut für die Haare. Besser als Alpenziehen. Ja. Das ist echt gut, deswegen gut, dass du so oft verschossen hast. Das machst du mit Absicht. Mädels, lern mal. Genau. So, Kollege. Ich wollte es was sagen. Ja. Baby Bitch. Hab ich gesehen, wie ich so. Hans, sollen wir dafür jetzt zwei Eier hierher holen? Aus Bodenhaltung. Für Hans nur das Beste. Wo willst du es haben? Überall, ja? Gib's ihm überall. Weil gerade wollte er mich ja verarschen, deswegen. Überall, Kollege. Süß schaust aus, ne? Oh, ganz super. Wie du. Ja, kannst nächstes in 3 Tage Spiegelei essen. Oh, ja. Ja. Da hast du Stöhne dabei. Warte. Wir müssen. Nein, nicht das. Sieht gut aus. Das erinnert mich irgendwie an deine Frisur von damals. Ah, witzig. Sehr schön für die Kamera. Sehr schön. Der letzte. So, das war die Ende von unserem Video heute. Ganz genau. Du kannst erstmal die Eier waschen und die auf dem Kopf. Gott sei Dank. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Und vergiss nicht abonnieren. Der schlechteste YouTuber und schlechteste Fußballer, aber bester Torhüter der Welt.